Wir sind heute in südlichste Bayern gefahren, zu Klaus Jocham nach Peterstal, nähe Kempten. Von ihm erfahren wir mehr über sein Schlagwort Der Unterschied, über seine Skientwicklung des Schnürreskis. Er sagt darüber, bis vor kurzem wurden Ski ausschließlich für Pisten gebaut. Wir bauen Off-Pisten-Ski. Uns ist es wichtig, wie unsere Ski vom Powder angeströmt werden. Seit 30 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema, welche Kurven ein Surfboard haben muss, dass es sich radikal und spielerisch anfühlt. Ich bin Shaper, jetzt auch für Freeride-Touren Ski. Die Snurre-Ski haben wir völlig neu balanciert. Wir sind vollkommen überzeugt, so fühlt sich Skifahren richtig an. Was macht die Schnürreski zu etwas Besonderem? Ich weiß, dass man mir diese Frage oft und immer wieder stellen wird. Freerider und Tourengehen gehört irgendwie zusammen. Bisher gab es dazu noch keinen passenden Ski. Freeriden und Tourengehen sind für viele die Kombination im Skisport. Dazu gehört natürlich auch das tolle Abfahrtserlebnis, ohne schwere Skis in den Berg zu schleppen. So war die Idee geboren, die Schnürreski zu bauen. Radikaler Freeride-Ski und gleichzeitig federleichter Tourenski. Einer für alles. Das Know-how, Erfahrung, Windboardentwicklung und Finnenbau gaben mir die Sicherheit, den Schnürreski zu entwickeln und herzustellen können. Mehr darüber auf meiner Internetseite. Klaus Jocham hat den Skisport mit seinem entwickelten Schnürreski neu definiert. Ja, vielleicht mehr. Er wird vielleicht als Pionier in die Geschichte und Herstellung seines Schnürreskis eingehen. Klaus Jocham hat sich in der Skibranche schon jetzt einen großen Namen geschaffen. Die Zukunft wird es zeigen, da sind wir ganz sicher, dass sein Name immer mit dem Skisport in Verbindung gebracht werden wird.